Maria Magdalena Tschinnerling von Lünlabort, Kommentar zu Lektion 89 von Ein Kurs in Wundern. Und die Lektion wiederholt Lektion 77, ich habe ein Anrecht auf Wunder. Und 78, lass Wunder allen Groll ersetzen. Hier kommt Magdalena. Ich grüße euch, Geliebte. Geliebte, alle haben tatsächlich ein Anrecht auf Wunder. Und alle sind auch wirklich würdig für Wunder. Und es geschieht durch das Aufgeben unseres Grolls und Beschwerden und Sorgen und Bedenken, dass Wunder enthüllt werden. Sie erscheinen direkt vor unseren Augen, denn indem du dich darauf fokussierst, was falsch ist, und die Gefühle, die dich verärgern, und die Gedanken, die du hast, die deinen Geist einnehmen, deinen sehr sanften und zärtlichen Geist, und das wird eingenommen mit Gedanken von, dass etwas falsch gemacht wurde, Gedanken von Schmerz, von etwas, was weh tut, von Reue oder Bedauern, Gedanken von Desillusionierung. Und dieser Groll wird gedeihen, und wenn Vergebung geschenkt wird, dann gibt es ein Wunder, das ihn ersetzen wird. Denn in dieser Vergebung wird tatsächlich die Wahrheit enthüllt, die göttliche Wahrheit. Wenn du dich dabei bemerkst, dass du darüber nachdenkst, was du getan hast, was dem entgegengesetzt war, was du eigentlich wolltest, was du für dich tun wolltest, und wenn du feststellst, dass du etwas gegessen oder getrunken hast, oder du hast eine Substanz genommen, von der du weißt, dass sie dir schaden wird, ob das eine Zigarette rauchen ist oder Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder Essen zu essen, was in deinem Körper irgendwelche Krankheiten verursacht, was immer das auch sein mag, Geliebte, was du dir selbst antust oder was auch immer sein mag, was du anderen antust, harsche Worte, die gesprochen werden. Erlaub dir deine Handlungen zu vergeben. Erlaub dir, diesen Groll in einem anderen Licht zu sehen. Und dann wirst du tatsächlich feststellen, dass Wunder geschehen. Es gibt einen Aspekt der Menschheit, der tatsächlich vergessen hat, dass es ein Anrecht auf Wunder gibt. Und es gibt ein Willkommenheißen des Heiligen Geistes, das jeden Wesen erlaubt zu sagen, ich bin frei. Ich bin frei von den Gedanken der Selbstverurteilung. Ich bin frei von der Schuld und der Scham. Wenn du nicht zur Arbeit gehen willst, wenn du nicht hören willst, wie deine Kinder schreien, und wenn du nicht mit deinem Partner dich auseinandersetzen möchtest oder mit deiner Familie oder deinen Eltern, wenn du wünschst, dass du einfach von allem weg wärst, und dann hast du ein Gefühl von Bedauern und ein Gefühl von Scham und du wünschtest dir, du hättest einfach nur Zeit für dich selbst, dann erlaub dir zu wissen, dass du dich gerade selbst eingefangen hast, Ego-Geist, der auf Dinge mit Bedauern schaut und der auf Dinge mit Scham schaut und mit Schmerz. Wenn du all das dem Heiligen Geist übergibst, wenn du fähig bist zu sagen, der Blickwinkel, den ich hatte, und die Perspektive, die ich nutze, das zu sehen, all das verursacht Schmerz. Und ihr erlaubt euch selbst, Geliebte, euch vom Schmerz zurückzuziehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Und dann wendet euch nach innen und wendet euch an uns und sagt, bitte führt mich, bitte helft mir. Und was du damit tust, ist, dass du eine göttliche Verbindung geschaffen hast. Und in dieser Göttlichkeit, Geliebte, werdet ihr euch selbst finden. Und ihr werdet wirklich sehen, dass ihr ein Anrecht auf Wunder habt. Und dass das Wunder den Schmerz beseitigt. Und die Angst. Und die Angst, die niemals enden will. Und die Angst, die immer so sein wird. Der Schmerz, harsche Worte gesprochen zu haben. Von dir oder gegen dich. All diese angstbasierte, ego-basierte Angst wird ersetzt durch einen Moment absoluter Liebe und Zärtlichkeit und Vergebung.
wenn du zum Erkennen kommst, dass jede Interaktion, die du hast mit Geliebten, denn es sind alles Geliebte, jede Interaktion, die du hast, das bist du, wenn du sagst, das ist, was ich wähle, und wählt Liebe vor der Angst und wählt Liebe vor der Ängstlichkeit und wählt Liebe vor dem Schmerz. Und ihr vergibt euch selbst und vergibt anderen rasch, so rasch. Denn der Schmerz, den ihr seht, den sie aushalten, ist wirklich ein Aspekt von euch, der dann ein Anrecht auf das Wunder hat, das geschieht. Und das Wunder, das geschieht, ist eine Reflexion eurer eigenen Schönheit. Und es ist die Reflexion eurer eigenen Freude. Und es ist die Reflexion eurer eigenen Heiligkeit. Also erlaubt diesem Groll zu gehen. Das mag von Zeit zu Zeit immer wieder auftauchen, Geliebte. Vielleicht kommt ihr in eine Situation, wo ihr den Schmerz eines anderen seht. Und ihr könnt ihm euer Herz leihen. Du kannst sagen, ich habe genug Liebe für uns beide. Ich habe genug Liebe, genug Großzügigkeit des Geistes, des Spirit, genug Freude, um fähig zu sein, dir zu vergeben. Denn wenn ihr jemanden anderem vergebt, dann gebt ihr euch selbst die gleiche Vergebung. In dieser Ebene der Dualität ist das, was ihr euch selbst vergebt, auch jemanden, vergibt ihr das auch jemanden anderen. Und das, was ihr jemanden anderen gebt, das gebt ihr euch auch selbst. Also Geliebte, erlaubt euch selbst, Liebe zu geben. In allen Situationen und in allen Situationen und in allen Umständen. Gebt die Liebe frei und von eurem Herzen. Erlaubt, dass Freude euch erfüllt und Gnade. Und ergießt diese Gnade übereinander mit Großzügigkeit und mit Freude. Ihr habt tatsächlich ein Anrecht auf Wunder und erlaubt eurem Groll nicht, euch von der Wahrheit über euch abzulenken. Und Geliebte, unser Segen ist immer bei euch und wir werden wieder mit euch sprechen.